Hey zusammen und willkommen zu einem weiteren Nightwalk, beziehungsweise, ja, doch, ein Nightwalk. Eigentlich stimmt das komplett. Man sieht nur gerade sehr, sehr wenig, weil ich gerade von der Bahnstation zurück zu meinem Zuhause bin, denn ich bin zurück vom Lande und bin jetzt wieder in der Stadt. Tokio hat mich wieder, also ich war ja offiziell nie aus Tokio raus, aber es war halt Präfektur Tokio, das ist halt ganz an der Grenze von der Präfektur Tokio, das war halt praktisch schon irgendwo im Land. Ich weiß gar nicht, an welche Präfektur das gegrenzt hat, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ich habe ein bisschen eine schöne Auszeit gehabt, auf jeden Fall. Hat man ja jetzt auch gemerkt, jetzt kamen weniger Videos und so. Hat mir sehr, sehr gut getan, auf jeden Fall. Ich hoffe, man versteht mich mal wieder, weil ich bin mir immer so unsicher, wenn es regnet, dann ist es so unfassbar laut. Also für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es sich dann im Video gleich für euch anhört, aber ja, ich nehme das jetzt einfach auf die Schnelle auf, einfach weil ich gerade auf dem Rückweg bin und es ist 1 Uhr nachts und in einer Stunde will ich das Video schon hochladen und euch einfach ein bisschen informieren, was momentan so abgeht. Also ich habe auf jeden Fall wieder mehr Energie, was sehr, sehr gut ist. Und ja, ein paar Sachen. Ich habe auf jeden Fall eine schlechte Nachricht, so gesehen. Ich werde wahrscheinlich nicht fertig, irgendwie Discord-mäßig was dieses Wochenende zu starten. Einfach aus dem Grund, dass ich dafür wirklich gar keine Zeit hatte, jobmäßig und so weiter. Und da jetzt noch andere Sachen dazwischen gekommen sind. Ich hatte das ein oder andere, wie sagt man, Event, wo ich hingegangen bin, neue Leute kennengelernt habe. Und das habe ich dann ein bisschen vorgezogen, als irgendwie ein Discord oder sowas zu machen, weil es halt mehr Sinn macht. Ich brauche Kontakte hier in Japan, in Tokio, gerade in der Kreativszene. Und da sage ich nie nein, wenn ich die Möglichkeit habe, neue Leute kennenzulernen und vor allen Dingen sehr, sehr coole Leute, sehr kreative Leute. Und wer weiß, am Ende kommt da vielleicht irgendwann ein cooles Videozeug bei raus, wo wir alle von profitieren können. Und deshalb muss ich dann sowas immer ein bisschen vorziehen. Allerdings gibt es auch eine gute Neuigkeit, denn ich habe mich für ein neues Handy entschieden. Und das werde ich mir wahrscheinlich morgen dann holen. Und ein neues Handy bedeutet, dass die Streams sehr, sehr nahe rücken. Also dann mit dem neuen Handy hole ich mir vielleicht noch eine Powerbank und einen Selfie-Stick und dann bin ich eigentlich rein theoretisch ready to go. Also es gibt eigentlich dann nichts mehr, was mich groß auffällt, außer dass es verdammt kalt draußen ist in Deutschland, hier in Japan, in Tokio. Und ich dann noch irgendwie eine Winterjacke oder sowas mir holen müsste, weil ich dann natürlich nachts auch streamen muss, so um 1 Uhr nachts oder so, damit das für euch bei einer guten Zeit ist. Das ist halt ein bisschen blöd, ich kann nicht einfach mittags rausgehen, weil dann sind viele von euch bei der Arbeit oder bei der Schule. Und vielleicht kann man am Wochenende mittags streamen. Das ist vielleicht dann eine Möglichkeit, das wäre dann für euch irgendwie morgens so, so ein kleiner Morgenstream, das wäre vielleicht ganz nett. Aber das schauen wir alles dann genau. Ich muss mich dann auch erstmal mit dem neuen Handy zurechtfinden. Ich werde vielleicht morgen ein kleines Video dann machen dazu, welches Handy ich mir geholt habe, warum ich mir dieses Handy geholt habe, weil das hat ganz spezielle Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, die ich auch gerne erläutern würde, weil es am ersten, also für viele vielleicht gar keinen Sinn macht, sich so ein Handy zu holen. Ja, sonst habe ich eigentlich auch gar nicht so viel zu erzählen. Ich weiß, die Tage kommen jetzt ganz kurze Videos. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich werde mich jetzt auch daran setzen, endlich die ganzen Kommentare zu beantworten. Und dann kommt alles wieder in seinen gewohnten Lauf, auch zusammen mit Food-Videos neuen. Und ich habe da schon einige coole Ideen, was Food-Videos angeht. Konnte da auch mich ein bisschen nochmal mit neu beschäftigen. Und ja, ich bin jetzt zu Hause. Das heißt, ich werde das Video jetzt beenden und direkt hochladen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese etwas schwächere Woche, was Videos angeht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder morgen wahrscheinlich zu einem neuen Video. Und jetzt muss ich leise sein, weil hier wohnen noch andere Menschen.